Es war gerade 4:08 Uhr. Die hört die Volksrümmlich-Sendung, so tönt noch bis am 9 Uhr mit nostalgischen Aufnahmen hier auf der TRS Musikwelle. Und da haben wir jetzt gerade Kapelle, die auch Waldner Gruß gehört, mit der Polka «Gesund» und «Zweig» vom Sepp Thalmann oder eben Daumen. Ja, und der Sepp Thalmann, der auch gerade am Kontrabass gespielt hat, ist gerade vor kurzem 85-jährig geworden. Und er ist tatsächlich immer noch gesund und zweig. Nach wie vor leitet er nämlich eine Blasmusik, Betriebsmusik Gop. Und auch mit seiner Bassgeige ist er etwa die noch an einem kleineren Auftritt mit dabei. Am 4. Februar 1927 geboren ist der Sepp Thalmann zu Escholzmatt oder Eschlismatt, wie wir sagen, im Entlebuch aufgewachsen. Da haben wir also eine Gemeinsamkeit, er und ich. Und als ich über den vielseitigen Musikanten ein bisschen nachgeforscht habe, ist mir gerade noch etwas ganz Spezielles aufgefallen. Der erste Musiklehrer von ihm, dem Sepp Thalmann, war nämlich mein Grossvater, den ich leider nie kennengelernt habe. Zuerst hat Sepp Thalmann gelernt, Trompete spielen, und er ist ja auch schon als junger Bursch in der Kirchenmusik Eschlismatt mitspielen. Aus dieser Zeit, als er zu Eschlismatt daheim war, ist eine ganz spezielle Aufnahme, nämlich von der Bauernkapelle Eschlismatt. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1955. Richtig schön nostalgisch aus dem Jahr 1955 war diese Aufnahme gewesen. Zur Verfügung gestellt hat uns diese Aufnahme der Serge Schmid. Er ist ein Sammler und Könner von alter Musik, tut die auch digitalisieren und hat ganz eine interessante Internetseite. Es lohnt sich, dort einmal vorbeizugehen. Und im Verlauf dieser Stunde hören wir noch ein paar andere Musikbeispiele, die uns der Serge Schmid mit seinem Serge Musikarchiv zur Verfügung gestellt hat. Die Adresse von dieser Internetseite ist zap.ch/schmidfamily. Und das ist es schon. zap.ch/, das ist der Querstrich, Schmid Family. Und wenn man es über die Suchmaschine, die Bekannten, herausfinden will, dann kann man auch einfach Serge Musikarchiv eingeben und man kommt auf die richtige Seite. Musik.
aufbauen. Markus und Rudi Ränkli, der begabte Klarinettist Markus Ränkli, der leider sehr jung gestorben ist. Am Kontrabass begleitet vom Sepp Daumen in, wo wir da in unserem nostalgischen so tönt ein bisschen feiern. Vor kurzem hat er den Sepp Daumen seinen 85. Geburtstag können feiern. Es ist ja fast nicht möglich, alle Formationen aufzuzählen, wo der Sepp Daumen einmal mitgespielt hat, sei es mit seiner Trompete oder wie jetzt gerade vorhin eben mit den Bassgeigen. Mit ganz namhaften Ländlermusikanten oder Musikern hat er Musik gemacht oder zusammengearbeitet, von Alois Schilliger über Emil Würmli bis Caspi Gander. Oder auch mit dem Ländlertrompeter Heiri Kuhn, und so ein Beispiel hören wir dann gerade nachher. Der Sepp Daumen ist aber nicht nur ein sehr aktiver Musikant, sondern auch ein Komponist. Gegen 80 Kompositionen hat er geschrieben. Und sein erstes Stück, das er geschrieben hat, hören wir uns jetzt an. Das ist noch einmal Kapelle Obwaldner Gruss mit dem Sepp Daumen am Bass und dem Marsch «Mit Elan und frohem Mut». Ja, mit Elan und frohem Mut geht ihr hoffentlich auch durch den Freitagabend zusammen mit den nostalgischen Klängen hier auf eurer DRS-Musikwelle. Thank you.
Der ist Musikwellen am Freitagabend noch bis um 10 Uhr mit der volkstümlichen Sendung. So tönt es, es ist vor 10 Minuten 8:30 gewesen. Und in unserer nostalgischen ersten Stunde sind wir immer noch beim Musiker Sepp Daumen aus dem Kanton Luzern. Er, der Anfang des Monats 85-jährig geworden ist. Von ihm war auch der Kräuterschottisch komponiert, den wir gerade vorhin gehört haben. In dieser Aufnahme aus dem Jahr 1984 hat Bauernmusik Marbach aus dem Entlebuch gespielt. Das war eine kleine Formation von der Feldmusik Marbach. Zu der Blasmusik hat Sepp Daumen auch einen grossen Bezug. Angefangen hat er, wie erwähnt, bei der Kirchenmusik Äschlismatt. Später hat er seinen Dienst in der Militärmusik gemacht. Und ganz verschiedene Blasmusiken hat er auch dirigiert. Zum Beispiel 16 Jahre die Feldmusik Udigenswil oder 20 Jahre die Musikgesellschaft Rot. Und immer noch ist er aktiv als Dirigent von der Betriebsmusik Coop. Letztes Jahr ist Sepp Daumen für insgesamt 70-jährige Tätigkeit im Blasmusikwesen geehrt worden. Und nicht nur im Blasmusikverband ist er aktiv, als Alphornbläser ist er im eidgenössischen Jodelverband Ehrenveteran. Mit dem Entlebuch ist der Sepp Daumen immer verbunden geblieben, ja, wie das eben bei uns Entlebucher viel der Fall ist. Und so hat er auf einer Single aus dem Jahr 1969 mit den Wasserturmmusikanten Luzern auch seinen Ländler Entlebucher Bergleben aufgenommen. Und genau diese Aufnahme hören wir uns jetzt an. Den Sepp Daumen hören wir hier auf der Trompete. We'll be right back.
beeindruckend, dass Sepp Daumen mit seinem Kontrabass in einer weiteren Formation, das ist Kapelle Tuli Horat mit dem schottischen Höckler Sepp gewesen, in einer eben beeindruckenden Qualität. In unserem nostalgischen Sotöns hier auf der DRS Musikwelle ist das eine Aufnahme aus den frühen 70er Jahren gewesen. Der Luzerner Musikant Sepp Daumen ist am 4. Februar 85-jährig geworden. Nachträglich gratulieren wir von der DRS Musikwelle herzlich und wir hoffen, dass er weiterhin noch aktiv sein kann. Mehr Informationen über das musikalische Wirken von diesem sehr vielseitigen Musikant gibt es im Internet bei Sers Musikarchiv. Die Adresse ist zap.ch/schmidfamily/, das ist der Querstrich oben runter, zap.ch/schmidfamily, oder man findet das Musikarchiv vom Sehr Schmid von Langnau im Emmental auch über die gängigen Internetsuchmaschinen. Und da ist jetzt noch eine weitere Ländlerformation, wo der Sepp Daumen am Bass mitgespielt hat. Das Akkordeon-Duo Shirley Baumgartner mit der Komposition von Sepp Daumen, der Marsch Albert Brändli Marsch.